So macht er euch. Haben wir gerade gespoilert? Das heißt, hier hinter einfach noch was. Sie nimmt da wirklich gerade noch was. Nein, sollte ich nicht. War hier nicht was? Ich will hier kann man auch nochmal sanieren, Tür. Irgend oder so nicht. Gut, dann gehen wir hier hin. Wenn wir uns die letzten Worte an, dann machen wir daraus noch eine neue Folge. Weiß nicht, ich glaube eher nicht. Machen wir das auf, machen wir halt eine längere Folge. Oh, das ist mich auch erledigt. Oh. Ja. Bin fertig. Wie lang? Denn? Warum sind sie zurück? Anscheinend möchte uns der Samurai sprechen. Lisch. Fune. Tenzo. Ihr seht gut aus. Es ist besser, seit der Adler weg ist. Gute Arbeit übrigens. Gleichfalls. Der Adlerstamm verliert seinen Einfluss hier, wenn wir weiterkämpfen. Hast du das gehört, Fune? Er sagte, wir. Kommt später zu mir, Sakai. Ich könnte die Hilfe eines Samurai brauchen, der ein Geheimnis bewahren kann. Hast du dich erholt? Es tut nur beim Lachen weh, also keine Gefahr, wenn ich bei dir bin. Du lachst eh nur über deine eigenen Witze. Doch nie mehr schwinge ich die Klinge wie früher. Das Ausrauben unschuldiger Händler auf hoher See ist wohl vorbei. Wie willst du dich nützlich machen? Hier leiden noch zu viele unter dem Gift des Adlers. Es gibt kein Gegengift. Aber ich kann ihr Leid lindern. Vielleicht sogar manche heilen, wie du es geschafft hast. Durch die Medizin des Adlers erlebte ich den Tod meines Vaters erneut. Das gab mir die Chance, ihn zu rächen. Was tatest du? Ich merkte, dass ich keine Rache brauche. Ich floh mein ganzes Leben vor einem Toten. Ich wollte ihm gerecht werden. Gab mir die Schuld an seinem Tod. Hasste mich, weil ich mein Leben rettete. Also ließ ich die Vergangenheit hinter mir. Und mit ihr meine Schuld. Das heilte dich? Die Dunkelheit verschwindet nie ganz. Aber sie nimmt ab. Vielleicht kann man die anderen so heilen. Sie durch ihre Erinnerungen führen, dass sie sich ihren Ängsten stellen. Das hoffe ich. Damals hätte ich nie gedacht, das mal zu sagen. Aber zum Glück haben wir uns getroffen. Hätte auch nie gedacht, dass ich das mal tue, aber... Danke, Jim. Das waren die letzten Worte. Ich sollte bald aufbrechen. Versuchen, mehr Opfer des Adlers zu finden. Wie lange hat abschließen? Und ihnen Hilfe zu leisten. Okay. Da sind überall noch Bomben und so versteckt, lol. Okay. Das ist jetzt, wir sind fertig. Aber ja. Nun nicht so ganz. Da war aber noch ein Bogending über. Ding. Ich halte mal hier hin. Hier ist. Ich zünde. Gebracht. Hä? Verwirrt. Zu sagen, ja, können Sie sagen. Lass du irgendwas dazu mich. Bringt ihr Opfergaben für die Toten? Diese Gedenkstätte. Für wen ist sie? Tapfere Iki-Krieger. Vor vielen Jahren grausam ermordet. Von dem Dämon Tadayori Nagao. Ein Dämon? Nein. Tadayori rettete die Menschen in der Asomo-Bucht vor Plünderern. Nichts als Lügen und Verleumdung. Diese Menschen starben den Heldentod. Wie ihr meint. Zeigt bitte Respekt, wenn schon keine Ehrfurcht vor den Gefallenen.
Ja, aber ich würde gerade gerne wissen, wo ich hin muss. Ich mache einfach alles. Überlass das dem alten Maki. Das wüsste ich halt gerne. Wo ist die letzte Bogenschützenstätte? Oder? Haben die vier Duelle? Letzte Bogenschützen. Ich versuche das gerade rauszufinden. So. Die fünfte. Oh, da ist alles dabei. Schauen wir mal. Erste, zweite, dritte. Ach, der Challenge ist da, ja. Okay. You must be wearing... Ach, wir müssen die Taditori-Armor tragen, okay. Was einer sagt. Die tragen muss und dann mit dem Typen... Warum tragt ihr das? Was? Diese Rüstung? Sie gehörte Tadayori Nagao. Ihr wagt es, hier diese Rüstung zu tragen? Tadayori hat nur die Seinen beschützt. Er war ein nobler Mann, ein ausgezeichneter... Ah, deswegen Schiff. Dieser Stimmt, Dialog. Glaubt ihr daran, ihr in eurer beleidigenden Rüstung. Erzählt ihr den Menschen auch, sein Geist und Können lebe in euch fort? Nein, das Reden übernehmen meine Pfeile. Spannt euren Bogen und beweist es. Ich mag Herausforderungen. Also dann, Tadayori Nagao. Es heißt, der Dämon schoss schneller als jeder Schütze. Seht ihr die Laternen überall in der Gedenkstätte? Durchbohrt jede davon mit einem Pfeil. Okay, machen wir das mal. Sogar in 7 Sekunden geschafft, auf Anhieb. Bumm. Haben wir wohl. Das Kämpfen hat mich ausgelockt. Jetzt alles geschafft. Der Geist Tadayoris. Hier, in euch. Bitte, erschießt mich nicht. Meine Pfeile sind nur für Laternen und Mongolen. Aber haltet euch in Zukunft mit Beleidigungen gegen Tadayori Nagao zurück. Werde ich, Sensei. Nehmt dies und lasst mich in Frieden. Okay. Als Mann des verängstigten Ziels erledigst du einen Gegner mit einem Kopfschuss, besteht die Chance, einen Gegner in der Nähe zu verängstigen. Hm. Cool. So, jetzt haben wir mal alles erledigt, ne? Als Mann hier. Ja. Die Sammlung ist jetzt komplett, ne? Ja, bis auf den Dingsums, ja. Bis auf die eine Sache. Es ist komplett. So. Ja. Okay. Das ist abgeschlossen. Und mein Vater noch abgeschlossen. So, dann gehen wir einfach mal hier hin. Guck mal. War noch da. So, und der will in die Richtung, ne? Ja. Ist er da vorne irgendwo? Wie ich ja gesagt habe. Da haben wir nicht alle Storys scheinbar gefunden. Nein, ist er da vorne. Die Frage, wie kommen wir hier hin? Ach, guck mal, da. Was sehe ich denn hier? War das schon vorher da? Ist echt nicht gesehen? Ja, war schon peinlich, Donner. Zack, zack, fertig. Riesischer Tiger, okay.
Jetzt haben wir Sammlung komplett. Wir nehmen mal mit. So, jetzt haben wir alles. Aber unsere Errungenschaft ist, glaube ich, immer noch. Also, unser Achievement ist immer noch nicht fertig. Fehlt immer noch was. Ja. Was fehlt uns hier? Schließe alle Geschichten von Iki ab. Ja. Decke alle Geschichten von Iki. Noch eine Geschichte ist die Frage. Ich würde ja gerne alle Geschichten sehen, kennen und so. Noch was? Sei gegrüßt. Du? Naja, die Tumult. Creepy aus. So. Irgendjemand, der was hat? Na. Tempel vielleicht jemand? Ich hab irgendwo anders lang gelaufen, um was zu finden. Irgendjemand irgendwie einen Icon über den Kopf, der mit mir reden will oder so. Bei den Samurai wussten wir wenigstens, was uns erwartet. Wo kriege ich denn noch eine Story her? War Vorräte für mich. Was? Wollen wir das Ding nicht einfach zeigen, wo ich noch hin muss? Das ist so. Was? Und direkt zum Turnier reisen. Wir haben auch alles abgeschlossen. Habt ihr vielleicht doch noch was zu erzählen? Denn so und. Warum denn schon wieder ein Überfall? Wir haben uns kaum von der letzten Schlacht erholt. Wir sind im Krieg. Wenn du dich ausruhen willst, rufe den Adlerstamm doch um ein paar Tage aus. Dehaziro. Ärger mit euren Männern? Mit denen werde ich fertig. Ich sollte euch wohl danken. Für den Tod des Adlers. Und dass ihr Tenso verschont habt. Der Adler verdiente es. Was Tenso angeht. Diese Insel hat schon genug Blutvergießen gesehen. Es wird bald noch mehr geben. Vor der Küste liegt ein Mongolenschiff. Mit genug Vorräten, um meine Männer durch diesen Krieg zu bringen. Wir werden es erobern. Und ihr wollt, dass Ikis verhasteter Samurai euch hilft? Dieser Titel gebührt eurem Vater. Ihr wollt also euren früheren Feind anheuern und eure Männer in Gefahr bringen, nur für ein paar Vorräte? Was ist wirklich auf dem Schiff, Funa? Meine Tochter. Also eine Rettungsmission. Ja, als Überfall getarnt. Eure Mannschaft weiß es nicht. Dass sie ihr Leben riskieren, um eure Tochter zu retten. Sonst riskiere ich eine Meuterei. Und wenn wir uns jetzt gegeneinander wenden, wird der Adlerstamm euch zerfleischen. Ich kann meine Tochter nicht aufgeben. Verübt den Überfall mit uns und helft mir, sie zu retten. Unbemerkt. Also gut, ich mach's. Danke. Bei Sonnenaufgang brechen wir auf. Bis dahin könnt ihr mitfeiern oder euch auf meinem Schiff ausruhen. Okay, das ist dann wahrscheinlich die letzte Story. Hoffentlich. Vergnügt euch, solange ihr könnt. Wir segeln bei Tagesanbruch. Okay. Gut. Daniel noch mit. Ach, hier ist noch was. Ein paar Kunais. So, optional Feuer mit Fundes. Bin da an. Und wir haben immer unsere Hände. Schmiedet Pläne. Unfug. Sie verpasst sonst nie eine Feier. Einmal schon. In der Nacht nach. Wir haben Gesellschaft. Nein, Unbekannter. Na, niemand. Seine Rüstung vielleicht mal wechseln sollte. Kann ich jetzt eigentlich meine Sakai-Clan-Rüstung wieder tragen? Ach, Officer.
Ich könnte auch noch eine Geist. Das andere noch mal wieder Geist. Das war die Kensei-Rüstung nochmal. Achso, die. Eine Runde-Rüstung. Ich also hier mit den Männern ein bisschen vergnügen. Ich war bei diesen Laternen. Lust auf eine Wette? Oh, Wetten? Klar. Eine Partie Go. Das haben mein Onkel und ich immer gespielt. Für weitere Spieler ist kein Platz mehr. Aber wir nehmen Wetten an. Wer glaubt ihr gewinnt? Weiß oder schwarz? Ich setze auf schwarz. Viel Glück. Kommt später wieder und seht, ob ihr gewonnen habt. Das kann ich gewinnen. Ach, ist auch nochmal eine Rauchbombe versteckt. Jede Woche mein Pferd. Ein Schlückchen? Sake riecht normalerweise anders. Auf Iki trinken wir kein teures Gebräu, Fürst Sakai. Haben wir kein Geld für das? Wenn ihr Feuer im Bauch möchtet, müsst ihr mit meinem Spezialrezept vorlieb nehmen. Wenn Gift darin ist, dann hofft, dass es stark genug ist. Schließlich habe ich das Atlastrunk überlebt. Ich trinke mit, um euren Geist zu beruhigen. Worauf trinken wir? Auf die Insel Iki. Ich muss die Zeit wegmachen. Fune sagt, das Mongolenschiff ist reich beladen. Fune sagt viele Dinge. Du glaubst, sie lügt? Ich glaube, sie verheimlicht uns etwas. Und als sie sich das letzte Mal so verhalten hat, verlor ich zwei Brüder ans Meer. Oh, es war sehr misstrauisch deiner Chefin gegenüber. Ich gehe besser auf Funes Schiff. Ja, ich werde noch die. Oh, Score-Ergebnis wissen. Wie ist es ausgegangen, Jungs? So? Ich werde erst viel, viel später wiederkommen, oder was? Haben wir halt eben. So. So, was warte, Mr. Kai? Warten wir mal. Was ist los? Oh, Meuterei. Zumindest so. So. Es geht nicht bloß um Vorräte, oder? Was ist so wichtig an diesem Mongolenschiff? Der Feind ist in Bewegung und ihr verzögert unseren Angriff. Du schuldest uns Antworten. Nein, Hachiro. Ich schulde euch gar nichts. Überlasst ihn mir, Jin. Wem gilt deine Treue, Fune? Deinen Männern oder dem Sohn des Schlechters? Ich habe alles und noch mehr für dich und für meine Männer gegeben. Mach das Schiff bereit. Sofort. Wie du befiehlst. Ich habe Männer unten am Strand. Hier entlang. Okay. Ich folge dir. Lasst euch nicht beirren. Ich weiß. Dafür sind wir Toki schon zu nah. Wie sieht eure Tochter aus? Falls es weitere Gefangene gibt, müssen wir sie erkennen. Sie hat mein Kinn und meine Augen. Und? Ich weiß nicht, wie sie jetzt aussieht. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Der eigenen Familie fremd zu sein, ist schwer. Habt ihr Kinder? Nein. Aber mein Vater... Ich kannte ihn kaum. Er zeigte sein wahres Ich, nur auf dem Schlachtfeld. Vielleicht habe ich mehr mit dem Schlechter von Iki gemeinsam, als mir lieb ist. Das gilt auch für mich. Meine Speer, bleibt ruhig. Yasu, sprich. Die Mongolenhunde beladen gerade ihr Schiff. Sie ahnen nicht, dass wir kommen. Wenn sie uns sehen... Flüchten Sie aufs offene Meer. Sollen Sie versuchen. Meine Bogenschützen sind in Position, um Ihre Segel in Brand zu setzen. Ein leiser Angriff könnte Sie überrumpeln und kostbare Fracht vor Schaden bewahren. Guter Einwand, Fürst Sakai. Dann habt ihr die Ehre, den Angriff anzuführen.
Ach, wie immer, ne? Entert das Schiff. Lass keinen Mongolen am Leben. Okay. Dann noch, wir sind hier. Ich geh auf das Schiff, Mongolen. Entschuldigung. Ach, hier waren wir auch schon, ja. Wie gesagt, hier passiert noch was. Mal schauen, wie wir durchkommen. Lisch. Ein schneller Angriff. So. Natürlich bist du wieder da, du nerviger Heini. Ich rette euch alle. So, ja. 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 So, mein Golden Dreckstück. Ja. Echt mal. Alles, was ihr tragen könnt. Wo ist Funes Tochter? Schauen wir mal. Das ist meine Tochter. Doki, ich bin's. Mama. Echt? Gut. Ihr Geist. Er wurde vom Kusuri verzehrt. Ich gab es ihr einst wegen einem gebrochenen Arm. Eine starke Medizin. Man kann ihr leicht verfallen. Ich ahnte nicht, dass sie es weiternahm, bis sie bei einem Überfall den Tod meiner Männer verschuldete. Meinem eigenen Gesetz nach steht darauf die Todesstrafe. Doch es war eure Tochter. Also schickte ich sie weg. Die Mannschaft war zornig. Manche gingen. Manche hassen mich. Ich halte mich eisern an meine Gesetze seit jenem Tag. Doch es war vergebens. Sie ist fort. Ihr wolltet das Richtige tun. Ich hatte eine Chance. Einmal. Ich fand sie hinten in einem Teehaus. Verirrt in einem Traum. Sie hatte sich eingenässt.
Dem Gestank nach lag sie dort schon seit Tagen. Ich war so wütend, dass ich... Ich ließ sie dort. Hätte ich sie nur heimgeholt. Jetzt könnt ihr das. Bringen wir sie fort. Na, sieh mal einer an. Fune führte uns her, um ihre Tochter zu retten. Das Miststück, wegen dem meine Brüder starben. Sie hat für ihren Fehler bezahlt, Hachiro. Nicht genug. Dafür hast du gesorgt. Aber keine Sorge. Du darfst ihr Lebewohl sagen, bevor ich ihr den hübschen kleinen Hals aufschlitze. Das Mädchen ist verloren. Nur ein Monster würde jetzt noch ihr Blut vergießen. Das ist nicht euer Kampf, Sakai. Doch, ist es. Wer von euch mir noch treu ist, soll zurücktreten. Überlasst diese Ratten uns. Hat sich einer echt getraut, weigert? Fuck. Leichen dieser Verräter und werft sie ins Meer. Easy. Hachiro hatte eine laute Stimme, doch wenig Verbündete. Ihr genießt mehr Respekt, als ihr ahnt. Ich gebe zu, ich bin überrascht. Meine Tochter führte Männer in den Tod. Väter, Brüder, Ehemänner. Bei jedem anderen stünde ich auf der Gegenseite. Ihr steht, wo ihr hingehört. Bei eurer Tochter. Ihr Geist ist erloschen. Ohne Kusuri leidet ihr Körper trotzdem. Ich muss ihr Ruhe schenken. Danke. Jin. Ich hoffe, ihr findet Frieden, Fune. Bad story? Das Gesetz einer Mutter. Haben wir jetzt alle? Sagen wir ja. Da ist meine angreifenden Bullen. Stärke die Kraft der Schulterstoß und Springschlagtechniken. Wo ist das denn zweimal bekommen? Ui. Ui. Und jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Ghost of Tsushima. Immer noch nicht. Decke alle ungeschriebenen Geschichten von Ikki und schließe sie ab. Legendär Modus, ne? Noch was? Oh ja. Hier ist diese ganze haben. Also wir haben jetzt von Story bekommen. Schließe alle Geschichten von Ikki ab, ne? Ich habe die alle ungeschriebenen Geschichten. Keine Ahnung, was ich da noch dran. Merkwürdig. Geschichten. Geschichten. Ghost of Tsushi. Tsushima. Wann kann ich Tsushima nicht beschreiben? Alle 6 ungeschriebenen Geschichten, okay. Kann man das hier irgendwie sehen? Führer begraben, heißen die noch so? Mobstops, ne? Baum retten, Mama helfen. Den haben wir Utas. Mal eben. So.
Um diese Quest abzustellen, müsst ihr jetzt zuvor in den separaten Legendenmodus online gespielt haben und hierbei mindestens alle drei. Okay. Okay, also müssen wir dann kriegen wir auf jeden Fall hin. Die haben wir gerettet, aber haben keine Mission dafür bekommen. Was einfach nur natürlich Mongole befreie die Bauern. Was haben wir gemacht? Was war hier? Da mal helfen. Okay. Ach, keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden das hier und sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder. Bei Legendenmodus werde ich jetzt nicht spielen. Vielleicht immer mal fest im Stream oder so. Können wir hier dann vielleicht auch weiter abschließen, aber jetzt ist mal, sage ich so, nee, machen wir nicht. Deswegen, war mal wieder eine Freude. Ghost of Tsushima ist ein super geiles Spiel. Und ja, gönnt euch das Spiel und plus DLC. DLC ist nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mir gefallen. Teilweise an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu lang. Na gut, da war das Hauptspiel aber auch. Das ist aber halt die Erzählweise von dem Spiel und. Es ist schön. Es ist schön japanisch teilweise. Es ist ein klasse Spiel an sich. Wenn man das Setting mag. Vielleicht verliebt man sich auch in das Spiel. Also ich habe mich sehr gut wohl gefühlt hier in dem Spiel. Es hat mir Spaß gemacht, die Gegend zu entdecken. Mir hat die Story, mir hat die Leute, mir hat mir eigentlich alles gefallen. Das Kampfsystem hat mir gefallen. Ja. Kann ich nichts Negatives wirklich über das Spiel sagen. Sieht grafisch super aus. Läuft schon wirklich schön stabil auf der PlayStation 4 und 4 Pro damals gezockt und jetzt auf der 5. Läuft es auch super. Oh, kann ich nur empfehlen. Es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao.